willkommen. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar einen Haul habe ich. Und zwar diesen Haul, wo ich schon abgedreht gehabt habe, bevor mein Laptop abgeschmiert ist und mir kaputt gegangen ist und ich das Video schon gelöscht habe, wie ich gesagt habe. Und ja. Und natürlich das Video bearbeitet und ist am Laptop drauf und weg. Ne? Und dann ging der Computer am selben Tag kaputt, mein Laptop, und ja. Also, jetzt drehe ich an und ich habe meine ganzen Sachen ja schon aufgeräumt gehabt. Ja, jetzt habe ich wieder alles hergeholt, alles rausgeräumt und jetzt starte ich nochmal, im zweiten Versuch. So. Und ja. Und zwar habe ich wieder bestellt bei Amazon, eBay, Beauty Big Bang. Beauty Big Bang habe ich mir, fange ich jetzt mal an und habe mir einen Stempel gekauft. Der ist schön groß, kann man durchschauen auch. Ja. Da kann man durchschauen, ne? Jo. So, Schutzkappe dabei, Gräber dabei, Plastikkappe. Jo, hat mir gefallen und der hat 2,51 € oder so gekostet, also der war nicht teuer. So, jetzt mache ich den Video, dann räume ich meine Sachen wieder auf, ja, so wie sich das gehört. So, dann habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Machen wir weiter bei Amazon. Da habe ich mir, ja, hat die Eliza von Kanal Eliza Make-up, hat sie diese Palette für 5,51 € mit die 8 Farben. Und die musste ich haben. Hat sie sich auch schon Lux geschminkt und ja. Hab zwar viele, aber ja, dann swatch ich euch mal, weil die sind wirklich mega gut pigmentiert und ja, für mich super. Das ist die obere Reihe, sehr schöne Farben. Ja, natürlich habe ich dann meine feuchten Tücher. Meine Babytücher, die ich mir wieder gekauft habe, die feuchten. So. Ja, es geht sogar schwer ab. Aber so, jetzt kommt dann die untere Reihe dran. So, swatchen wir mal die untere Reihe. Fangen wir aber mit dem hellsten an. So, das sind wunderschöne Farben. Ja, für mich, ja. Und das sind die 4 von der unteren Reihe. Super Pigmentierung, super schön für den Preis, also musste ich bestellen. So, einmal. Dann von Amazon habe ich eine, also habe ich mehr, das sind so 10x so Tippkleber. Haben auch 2 € noch was gekostet, also ja, es ist kein Preis. Und ja, dann habe ich mir von Amazon, tun wir das mal abfrühstücken hier, von Annabelle Gel Polish, ein Base Coat UV, Soak Off Base Coat und Soak Off Top Coat, über 6 €, einer über 3 €, also an die 7 €, da sind 7,3 ml drin, also das hält er, weil man muss damit in die Lampe, ne?
Dann von Amazon habe ich eine Maske, ist das? Kühlende Gel-Gesichtsmaske, verträgt jeder. Also da gibt es keine Allergien und nichts. Also, weil das tut mir, die ist runtergesetzt worden von 13,99 auf 3,99. Also habe ich mir das gekauft, weil, ja, weil das kann man hinten schließen. So. Und zwar verhält sich das so, die kann man kalt gegen Rötungen, Schwellungen. Da kommt es praktisch eine Stunde in Gefrierdings rein, die Maske. So schaut die aus und man muss dann, hinten kann man es dann schließen. Ja. Und ja, innen ist halt so Gel, außen wie so Silikon, wie sich das anfühlt. Ja, auf jeden Fall ist es Gel und kühlende, beseitigt Schwellungen und so weiter und ja. Und die und dann kann man es auch ins heiße Wasser legen für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, dann beruhigt das irgendwie die Haut. Also auf jeden Fall, die versprechen da hundertprozentige Zufriedenheit oder Geld zurück. Ja, und das sind dann die schönen Dinge, dass man es hinten verschließen kann. Und die fand ich interessant, also vielleicht mache ich die mal mit euch zusammen auch. Also habe ich mir gedacht, geht die mit, mal was ganz anderes, mal eine Dauermaske, die man nicht wegschmeißen muss. Ja, dann von Amazon habe ich mir, ja, Pinsel bestellt wieder, 20 Stück für 4 Euro und das sind so viele verschiedene, kleine, große, dicke, dünne, Stoss zum Beispiel so, und die sind, haben alle so ein, der schaut aus wie ein Bleistift, ne, ist ganz interessant und ja, ich denke mal für die Lidfalte und so sind die sehr gut, weil die da so spitz zulaufen. Für 4 Euro noch was, die 20 Stück. Ich tue jetzt nicht alle raus, aber so ein paar, dass ihr seht, dass da viele verschiedene Größen, solche, ach, da steht ein Habeck, ja, so was, dann so normale Lidschattenpinsel und die haben alle so einen schönen Widerstand, also richtig schön. So, das sind größere dabei, ganz dünne, kleine, flache, ja, das ist so ein größerer Lidschattenpinsel, das ist so ein kleiner Präzisionspinsel auch. Und es ist lila, ne? Haben mir gefallen und für den Preis zum Pinsel kann man nicht genug haben. Also habe ich die Pinsel auch mitgenommen. Dann, nicht, dass ich jetzt was vergesse, ja. Das letzte Produkt von Amazon ist praktisch für die Augen. Und zwar ist es so ein Riesenpaket, das sind 30 von diesen goldenen Augen, 24 Karat Gold ist es, so Augenpads, die kann man bis zu 12 Stunden drauf lassen oder eine halbe Stunde und ja, gegen Anti-Aging und so, ne? Also Dark Circles, reduziert die okay, ich bin gespannt, es sind 30 Bar und die haben 6 Euro gekostet, also ist auch nicht viel und muss ich mal machen, immer zu faul das zu machen, will immer haben und dann bin ich zu faul das zu machen, mal mit Augencreme
leichter geht. So, dann kommen wir zu eBay. Und da habe ich mir auch eine Palette bestellt von Huda Beauty. Fake natürlich, ne? Also für 4,40 Euro. Die hat mir aber gefallen und für den Preis, also da ja, bin halt mal verrückt. Und diese Aufmachung, ne? Ist doch mal genial, finde ich. Und auch die Lidschatten finde ich mal gar nicht schlecht pigmentiert. Und das sind die Farben. Ich swatche euch nicht alle, es sind 18 Farben. Aber ein paar, und zwar das Amethyst, ja, das Royal, Cosmo, dann Celestial und Kaschmir. Das ist jetzt mal ein kleiner Auszug, also sind nicht schlecht für den Preis, also schauen ganz gut aus, wie ich finde. Das sind jetzt 5 Farben. Ja, da sind ja mehr drin auch, und, wie so Rottöne, ja, ich und Rot, ne? Blutmoon, Glazing. Ja, das ist jetzt so ein sind wunderbar pigmentiert, also ich kann nichts Schlechtes sagen über die Palette für den Preis, muss ich sagen. Ja, klar, klar ist nicht das Original, ne, weil das, ja, aber sehe ich nicht ein für meine Zwecke, dass ich mir da das teure Huda Beauty kaufen soll, wenn es für mich taugt. So, das war's jetzt. Jetzt kommen wir zu DM. Ja, sag ja, ich wurde. Nee, kommen wir noch nicht. Kommen wir zu Teddy. Erst einmal Teddy. Habe ich mir einen Haarkrebs gekauft. Der hat mir gefallen. So schön dunkelblau. Ist das mit den Steinchen für 1 Euro? Na, oben könnt ihr es sehen. Ist ganz hübsch. Und ja, es ist so. Dann war ich bei DM. Bei DM habe ich wieder ja, zugeschlagen. Ne, kommen wir erst einmal zu Marktkauf. Da habe ich mir 2 Merck-Spezialmasken mitgenommen. Und zwar Antifaltenmaske, Soja und Ginkgo. Für nachweislich glattere Haut und reduzierte Falten. Und die habe ich noch nicht von Merck. Also. Und die strahlende Hautmaske mit Hyaluronsäure und Goldschimmer. Also probieren wir es halt nochmal mit Gold. Die von Schäbens war ich ja nicht so begeistert mit der Goldmaske, aber ja. So, dann geht's weiter zu DM. Ganz unspektakulär, ich habe mir mal eine Gesichtsreinigungsbürste gekauft. Ja. Wie gesagt, die habe ich schon ausgepackt, weil ich ja das Video schon abgedreht hatte, aber ich habe es noch nicht, so, da ist dann die Schutzkappe drauf und die bleibt drauf und dann habe ich mir einen milden Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut dazu gekauft, weil, ja, meine Weste heißt also, war drauf gestanden, immer milden. Mildes Mittel nehmen für die Bürste, also da habe ich mir das gekauft, glaube 1,95 oder was das gekostet hat, da die
der Schaum. Auf jeden Fall, da schwärmen ja auch viele von und meine Gesichtsreinigung gehen ja langsam zur Neige und von daher, ja, dann unspektakulär von DM zweimal diese schwarzen Nose Strips. Das mache ich ja auch ab und zu, dass ich da meine Nase von den, also meine Poren reinige, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, hab Durst. Dann habe ich ein für 1,45 so für meine Platten. Das ist ein Fotoalbum eigentlich, aber ich tue meine Stempelplatten da rein. Da habe ich ja schon eins und das ist jetzt voll und ja. Muss der zweite Sitz her. So, dann habe ich ja ein Bad von DM, von Dresdner Essenz, Winterzauberbad. Und zwar ist es mit Apfelkaramellduft. Und ich mag ja nicht so gern Karamell und Apfel, aber der Duft ist so richtig schön wohlig, warm, weich, kuschelig. Ach, das riecht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nehme ich mir das mit und freue mich schon, weil ja jetzt die Herbst-Winterzeit, klar, da badet man mehr. So ich zumindest. Sommer weniger, aber Herbst und Winter kommen wieder die Bäder zum Einsatz. Dann habe ich von, das habe ich beim Lidl mitgenommen, Wellness für zu Hause von Dresden Essenz. Was das kostet hat, kann ich nicht sagen, da war kein Preis drauf geschrieben. Nebendran waren auch so einzelne Bäder, da war gestanden 95 Cent. Und, aber das ist bestimmt teurer wie 95 Cent, weil Schönheitscent Granatapfel und Grapefruit. Und zwar sind da zweimal Pflegebad drin, zweimal Gesichtsmaske, zweimal CremeG und einmal Liftingkonzentrat. Das ist Liftingkonzentrat hier. Ja, Granatapfel halt, ne? Also ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, was das so im Einzelnen kostet hat, weiß ich leider nicht. So, dann habe ich bei DM natürlich auch zugeschlagen bei Masken. Einmal von Schäbens, die reinigende Detox-Maske. Ja, strahlende Dörr, Poren verfeinernd, Hypoallergen. Gut, schauen wir mal. Reinigende Masken sind immer gut. Dann zweimal von Schäbens von Freundin, die Limited Edition Winterzaubermaske. Die war so schön rosa. Zweimal mit Shea Butter, Walnussöl und Mandelöl. Ja, und es ist immer gut, Öle. Zu guter Letzt als Maske habe ich natürlich die von Garnier Skin Aktiv, die Hydra Bomb, die Lilane für feuchtigkeitsspendende und entspannende Maske. Das ist für müde Haut. Und zwar Lavendelöl und Hyaluronsäure. Mhm. Die Lilane. Und ja, das waren die Masken. Habe ich auch wieder Neuzugänge bekommen von Masken. Naja, kann man nie genug haben. So, und dann mal schauen, nicht, dass ich da was vergessen habe. Nein. Zu guter Letzt habe ich noch zugeschlagen an Lidschatten. Und zwar zuerst hat mich die liebe Nadine vom Kanal Moldavid angefixt mit zwei Catrice Lidschatten. Und zwar ist es der eine, die Nummer 090, Live on High Heels. Das ist diese schöne Farbe
um die Nummer 140, Sigrid's of Le Grom. Und zwar ist das so ein changierender. Den, wo ich schon habe, ist die allerselbe Farbe, wo von Red and White praktisch diese eine Farbe dabei ist. Aber so schön. Ja, so eine schöne Farbe. Sind das jetzt ein bisschen besser, seht ihr. Jetzt, ne, könnt ihr sehen, die schon schierende. Oh, ich liebe das, egal ob ich schon habe. Ich mag das und wenn was schon schiert sowieso, ne, etc. Ist auch wunderschön, die Farbe. Und ja. Ja, und dann die andere, gerade die zwei Farben hat sie auch vorgestellt und gerade die haben mir gefallen. Und da habe ich mir dann natürlich die Nummer gemerkt. Das ist die High Heels da. Wow, wunderschön. Ja, die zwei Catrice Lidschatten. Und dann wurde ich natürlich, wie soll es auch anders sein, sind immer die anderen schuld, bloß nicht ich. Ja, von Miranda Karat angefixt. Und zwar, ne, die haben schon mehr in die Kamera gehalten. Da habe ich mir gesagt, nein, nein. Aber sie hat einen Look geschminkt und die Augen mitgeschminkt und dann war ich überzeugt. Und zwar handelt es sich von Love, diese beiden magnetischen Lidschatten. Ja, einmal lila und einmal ist es so grün-gold. Kaffee-gold. Auf jeden Fall, ja. Die kosten zwar, ja, sind nicht gerade billig, kosten 9,95 einer. Ist schon viel Geld, aber naja. Und es schaut dann so aus und samtig bei. Seht ihr, sieht aus, als ob da wie so dieses Lila ist ja mal ein Hammer, ne? Ja, wie Cat Eye Gel, mein Gott, bis ich das jetzt rausgebracht habe, schlimm. Ja, das Lila. Dafür nie fehlen. Wenn Lila dabei ist, muss ich das haben. Ne? Also schau mal. Ja. Da bin ich ja hin und weg. Ja. Und die zweite und letzte Farbe, dann war es das mit dem Haul, weil das ist schon jede Menge wieder gewesen, aber ja. Was soll man machen als Suchti? Ja. Das ist die Farbe. Auch wunderschöne Farbe. Also die zwei Farben, also die vier Lidschatten. Ja. Das war der Haul. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, weil, ja, mein zweiter Versuch, den ihr aber diesmal, nein, dann wollte ich ihn schon längst abgedreht haben, aber dann wurde ich krank und, ja. Wenn man sich nicht so gut fühlt, ist das ja auch nichts, ne? So. Ja, ich kann mir gar nichts erzählen. Ich lasse immer, ich swatche immer oft meine Farben und dann schaue ich es mir an und ich, ja, das bin halt ich. Verrückt, ich weiß. So, meine Lieben, das war mein Haul. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich grüße euch alle ganz lieb und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.